Die Herreninsel auf dem Chiemsee. Das ist ein tolles Tagesausflugsziel, was ihr gerne mal machen könntet. Und ich möchte euch ganz kurz das vorstellen. Ich war vor 2 Wochen auf der Herreninsel und ich möchte euch einfach was nach der Fraueninsel, die ich euch ja schon in einem anderen Video vorgestellt habe, auch die Herreninsel kurz vorstellen. Für alle Leute, die es nicht wissen, der Chiemsee liegt in Bayern. Hier schauen wir einfach mal ganz kurz drauf auf die Karte. Hier ist München, hier ist der Chiemsee, also zwischen München und Salzburg auf der halben Strecke. Da liegt der Chiemsee und dort gibt es 3 Inseln drauf und die kann ich euch auch mal kurz sagen. Das eine ist die Fraueninsel. Dazu gibt es ein Video, das haben wir hier oben schon gemacht und es gibt auch noch dazu ein neues Update, was es demnächst geben wird zu dieser Insel, auf jeden Fall die Fraueninsel. Dann gibt es hier noch die Krautinsel, die ist unbewohnt. Und es gibt die Herreninsel und ich glaube, da wohnen insgesamt 20 Einwohner drauf. Damit könnt ihr mich jetzt nicht festnageln, das hätte ich vorher mal googeln können, aber das ist jetzt auch egal. Man besucht sie ja schließlich als Tagesausflug und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Erste Frage ist, wie kommt man zur Herreninsel? Und auch das habe ich zum Teil schon beim Weg zur Fraueninsel beantwortet, aber nochmal ganz kurz für alle, die es wissen wollen. Also Auto, mit dem Auto, Abfahrt Bernau am Chiemsee, dann fährt man hier nach Prien zum Hafen. Dort gibt es jede Menge Parkplätze. Ich schalte mal schnell die Webcam-Einstellung ein. Hier seht ihr ganz, ganz viele Parkplätze hier und hier. Und man kann dort mit dem Schiff von Prien am Chiemsee zur Herreninsel fahren. Und das sind ungefähr so 10, 15 Minuten Fahrzeit. Ich würde sagen, vielleicht 15 mit Anlegen und Ablegen. Und das macht die Chiemsee-Schifffahrt. Und im Sommer tagsüber ist es fast ein Halbstundentakt, wo ihr rüber und rüber kommt zur Insel. Und es gibt sogar Raddampfer, so ganz, ganz klassisch. Also es ist schon ein Erlebnis wert. Wenn das Wetter schön ist, kann man auch wunderbar sitzen. Wir zeigen euch mal ein paar Bilder, wie das auf dem Schiff so aussieht. Also das lohnt auf jeden Fall, diese schöne Fahrt zur Herreninsel. So, und bei der Herreninsel, das ist schon so, dass das ein bisschen tagsüber extrem touristisch ist und dass ganz, ganz viele Leute ankommen. Und für alle Leute, die das am Anfang zu viel ist, da kann ich nur einen kleinen Geheimtipp geben, den ich gemacht habe. Also hier ist die Anlegestelle, hier kommen die ganzen Schiffe an. Ihr seht hier auch durch Zufall bei dem Google Maps Schiff das liegen. Und ihr seht hier schon, guckt mal, die ganzen vielen Leute, die hier gerade stehen und auf dem Schiff warten. Also das ist schon richtig viel Betrieb dort auf dieser Insel. Und ich kann nur empfehlen, man kommt hier an beim Anlegesteg, geht durch so ein Tor durch und dann hat man hier einen Andenkenladen, hier einen Imbiss und hier unten die Museumskarte. Ihr seht ja die Maus auch recht gut in dem Video. Das heißt, hier kann man die Museumskarten kaufen. Da kommen wir gleich noch dazu. Das empfängt euch hier. Und wenn man gleich Ruhe haben will, dann geht man nach dem Shop für die Museen hier rechts rein und ihr werdet verzaubert sein, weil in wenigen Minuten ist es menschenleer. Und ich bin hier lang gelaufen. Hier hinten sieht man dann Pferdekuppeln und es ist kein Mensch mehr, fast kein Mensch mehr da und man läuft dort ganz alleine. Man hat diesen Trubel von hier vorne alles weg. Ja. Wenn man jetzt den Weg so gehen würde wie ich, dann kommt man als erstes zur Seekapelle zum Heiligen Kreuz. Das ist hier. Hier ist auch ein bisschen Badestrand an der Stelle und liegen auch ein paar Schiffe. Und es gibt dann hier noch ein kleines Restaurant, Boje 5 heißt das wohl. Das konnte ich gar nicht vom Namen her eruieren, ob das wirklich so heißt. Aber wenn es hier so steht bei Google Maps, Google weiß ja alles, dann könnte es auch so sein. Schön ist hier, dass man da auch direkt am Wasser sitzt und es ist sehr klein. An dem Tag, wo ich da war, war gerade eine Hochzeit und ich habe jetzt gar nicht mich näher herangetraut, ob es da wirklich komplett geschlossene Gesellschaft ist oder nicht. So, und dann kann man weiter über diese Insel laufen, hinten lang. Und hier gibt es dann so Apfelplantagen. Und wenn man diesen Weg lang läuft, da kommen einem auch fast keine Menschen entgegen. Ich bin dann runtergelaufen hier bis zum großen Kanal, bis hierhin. Das sieht schon sehr gut aus. Hier sieht man auch dann drüben Prien am Chiemsee, da kann man auch rüber gucken, da seht ihr mal ein paar Bilder, wie das alles so ist und das ist halt an schönen Naturbelassen. Auch da sind nicht so viele Menschen an diesem Kanal, weil alle natürlich zum Schloss Herren-Chiemsee gehen, aber da kommen wir gleich später auch hin. Ja, dieser Kanal ist schön bepflanzt mit Seerosen und sieht einfach wirklich sehr schick aus und das haben sie damals halt angelegt, der große Kanal.
Und da läuft man dann hier lang und kommt zu diesem Apollo-Bassin. Und dann geht es weiter bis zum Schloss Herrenchiemsee. Und Herrenchiemsee, das ist so ein bisschen das Versailles von Bayern, also Schloss Versailles in Paris, so ein bisschen war es als Vorbild gedacht. Und wenn man dorthin kommt, ist man erstmal tagsüber beeindruckt von den riesigen Springbrunnen. Also wenn man das mal hier auf der Karte, zeige ich euch ganz kurz, hier ist ein Springbrunnen, hier ist ein Springbrunnen, hier ist ein Springbrunnen. Hier oben sind Springbrunnen, hier sind zwei große Fontänen-Springbrunnen oder Brunnen. Also da ist auf jeden Fall jede Menge los und wir zeigen euch mal die Bilder und ich würde sagen, wir lassen euch jetzt mal 20 Sekunden alleine mit Impressionen von diesen Springbrunnen. Ja, beim Schloss hier oben, da, wo man also durch die Springbrunnen durchgelaufen ist zum Schloss, das ist wirklich ein bisschen nachgemacht zum Schloss Versailles. Ich bin ganz kurz ein bisschen drin gewesen, aber ich habe mir nicht die Schlossführung reingezogen, weil es einfach zu spät war, auch an dem Tag. Es gibt auf jeden Fall ein schönes Schlosscafé, es gibt auch einen Shop und man kann dort halt auch das Schloss halt auch besichtigen. Das habe ich, wie gesagt, jetzt in dem Fall nicht gemacht. Interessant ist noch, dass es ein Wildgehege gibt und auch draußen noch eine kleine Modellbahn. Ich mal sehen, ob ich das hier finde. Die haben damals so eine Art Grubenbahn oder so eine, wie soll man sagen, Schmalspurbahn eingesetzt, um das Schloss zu bauen. Da gibt es auch noch ein Modell hier. Hier gibt es so ein paar Holzskulpturen zum Ausruhen und hier gibt es das Wildgehege. Das müsste an dieser Stelle sein, was man auch besichtigen kann. Und ja, und dann geht es auch schon wieder zurück. Ich habe in den Bildern, was ich euch zeige, diesen Weg gewählt und bin dann noch zum Augustiner Chorherrenstift. Und ich habe euch ja gesagt, ich bin erst relativ spät am Nachmittag dort gewesen, habe das jetzt nicht drinnen besucht, aber das ist halt das ehemalige Kloster, was man besichtigen kann. Und die Eintrittskarten kauft man am besten unten bei der Fähranlegestelle. Und dann war ich natürlich noch in der Schlosswirtschaft Herrenchiemsee. Da gibt es eine wunderschöne Terrasse und man kann draußen sitzen und kann halt auf die Fraueninsel hier rüber gucken. Und die ist dann hier und das ist auch sehr schön. Und jetzt vielleicht noch ein paar praktische Tipps. Fest steht eins, die Boote sind im Sommer tagsüber sehr, sehr voll. Und ich habe erlebt, wo die Boote zurück nach Prien gefahren sind, dass manche Leute eine halbe Stunde warten mussten, weil das eine Boot ausgebucht war und nicht mehr weiter und zu voll schon war. Man musste aufs nächste warten. Wenn ihr so zu den Kernzeiten fahrt, kann euch das passieren. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall lohnt sich Herrenchiemsee allein schon wegen der Einsamkeit. Und ich bin ja nur diese Runde gelaufen auf der Insel. Und man könnte noch die große Runde laufen, die soll wohl um die 10 Kilometer lang sein. Wobei ich noch gar nicht sicher bin, dass das wirklich 10 Kilometer sind. Aber egal, auf jeden Fall soll sie etwas länger sein. Da läuft man eine ganze Zeit lang und auf jeden Fall dieser Bereich hier unten soll noch viel einsamer sein als der hier oben, wo ich schon kaum einen Mensch gesehen habe. Das heißt, es ist nicht immer nötig, dass man nur zum Schloss geht, was die meisten machen, sondern dass man auch einfach mal ein bisschen dort die Natur auf sich wirken lässt und ein bisschen runterkommt und einfach Ruhe hat und man einfach diese Insel auch zum Wandern nimmt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nein, also parken hier. Fähre hier, da gibt es also in Prim gibt es hier an den Schifffahrtsanlegern, das ist hier drunter, kann man also Fahrkarten kaufen, Hin- und Rückfahrt am besten gleich kaufen und dann geht es los. Und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ach, vielleicht noch doch, wenn ihr mit dem Zug fahren wollt, was natürlich auch sinnig ist, dann fährt man mit dem Zug nach Prien am Chiemsee. Da halten sowohl die Regionalzüge zwischen München und Salzburg als auch auch Intercities zum Teil. Und dann kann man mit einer kleinen Bahn, die hier fährt, die hier von hier losfährt, die Chiemseebahn, fährt man hier runter. Der Zug fährt ungefähr 7 Minuten und schon ist man hier unten an den Schiffsanlegern und kann auch so wieder zurückfahren. Die Fahrzeiten passen in der Regel ein bisschen auf die Züge. Da muss man ein bisschen schauen vorher. Das kann man einfach unter Chiemseebahn einfach mal nachschauen, wann die Fahrzeiten sind und wann der Zug ankommt, dass das einigermaßen passt. Das kann man sich ein bisschen bauen. Und dann könnt ihr auch mit Nahverkehrsmitteln hierher kommen. Das hatte ich vorhin am Anfang nur vergessen. Also mein Tipp für den Chiemsee, die Herreninsel, ob mit dem Auto oder mit der Bahn zu erreichen, gar kein Problem. Und wer sich noch weiter für die Chiemseeinsel interessiert, ich habe schon ein Video gemacht über die Fraueninsel.
die sich dann also hier befindet. Das habe ich schon, das gibt es auch, das verlinken wir euch jetzt hier oben oder in den Endcards. Und dazu gibt es noch demnächst ein Update von der Fraueninsel für 2022. Da hat sich ein bisschen was geändert. Auch das verlinken wir, sobald das Video fertig ist, am Ende des Videos. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.